Mittel, Alter. Runen. Mit diesen Schriftzeichen verbinden viele eher mysteriöse Vorstellungen über die Zeit der Germanen und Wikinger. Mysteriös ist an Runen gar nichts. Allerdings ist ihre Herkunft nach wie vor umstritten. Aber das ist auch nicht unser Thema. Sicher ist, dass die Runen nicht der Alltagskommunikation dienten, auch nicht dem Aufschreiben längerer Texte. Aber neben Inschriften auf Steinen, Waffen und Gebrauchsgegenständen gibt es auch kürzere Runengedichte. Und das älteste von ihnen, das ist unser Thema. Das Abecedarium Nordmannicum ist das älteste erhaltene Runengedicht. Es ist auch nur in einer einzigen Handschrift aus dem 9. Jahrhundert überliefert, dem Codex Sangalensis 878. Das ist Fachsprache und bedeutet Codex, das ist die Handschrift. Sangalensis ist das Kloster St. Gallen in der Schweiz und 878 ist die Signatur. Verfasst hat diese Handschrift Wallafrid Strabo. Das war ein Benediktiner, unter anderem Abt des Klosters Reichenau. Bekannt ist er vor allem durch den Liber de Cultura Hortorum, auch bekannt als Hortulus, einem lateinischen Lehrgedicht über Pflanzen und den Klostergarten. Wallafrid starb im Jahr 849. Ja, wie schon gesagt, Wallafrid Strabo hat dieses Buch selbst geschrieben, mit eigener Hand, wahrscheinlich am Hof Kaiser Ludwigs I. in Aachen. Es enthält eine ganze Reihe eigener Texte sowie Texte anderer Autoren, die Wallafrid kommentiert hat. Die Themen reichen unter anderem von der Medizin über Grammatik bzw. Sprache bis hin zur Geschichte. So sieht jetzt die Stelle in der Handschrift aus, die uns interessiert. Ihr seht nichts, nur Schwärze. Das liegt daran, dass diese Seite im 19. Jahrhundert einer chemischen Behandlung unterzogen wurde und dabei zerstört, verhunzt wurde. Da könnte ich heute noch dem Verantwortlichen rechts und links eine runterwatschen, aber nun gut. Wir haben Glück, denn Wilhelm Grimm, einer der beiden Grimm-Brüder, hat die Stelle vorher abgezeichnet und das seht ihr jetzt hier. Diese Seite zeigt die 16 Zeichen des jüngeren Futhark, das ist die altnordische Runenreihe, die im 7. oder 8. Jahrhundert entstanden ist. Futhark heißt es nach den ersten 6 Zeichen. Die Schrift ist die karolingische Minuskel. Die Zeichen entsprechen den Futhark-Reihen auf den Runensteinen von Malt und Görlev in Dänemark. Es ist immer ein Buchstabe gezeichnet, danach ein Merkvers über diesen Buchstaben, sodass das Ganze eine Art Merkgedicht zu der Runenreihe ist. Die einzelnen Verse sind durch senkrechte Striche voneinander getrennt. Schauen wir uns das Abecedarium Nordmannicum einmal genauer an. Die erste Zeile beginnt mit Föi Forman. Die erste Rune ist also ein Zeichen für F. Föi bedeutet Vieh. Der Vers heißt also Vieh zuerst. Vieh hat man damals noch mit F und nicht mit V geschrieben. Ur after. Ur ist der Auerochse, also Ur für U, danach. Turis drittens Stabu. Turse als dritter Stab. Turse, damit sind Riesen gemeint. Us ist Himmo Oboro. Ase ist rechts davon. Asen sind die germanischen Götter. Rad end Osuitan. Das Rad beendet dieses Schreiben, also diese Zeile. In der zweiten Zeile steht Chaun Tanne. Daran die Fackel oder das Geschwür. Die Übersetzung ist umstritten. Hagal naut habet. Hagel hält Not. Is ja endi soll. Eis, ein gutes Jahr und die Sonne. Die dritte Zeile. Tio birka endi man midi. Tür, der Gott des Kampfes. Birke und in der Mitte der Mann. Lago se leoto, ir albi habet. Der See, das Lichte, Eibe schließt alles ab. Der Text ist eine Mischung aus althochdeutschen, altsächsischen und altnordischen Formen. Altsächsisch ist zum Beispiel feu, für althochdeutsch fechu, das Vieh. Und ir, das ist ein Beispiel für eine altnordische Form.
Ja, warum hat Walafrid Strabo das aufgeschrieben? Wenn man sich den Inhalt der Handschrift insgesamt anschaut, dann entdeckt man sehr viele sogenannte Glossen, also Wort-zu-Wort-Übersetzungen aus dem Lateinischen. Es finden sich griechische, hebräische und altenglische Alphabete. Das heißt, Walafrid Strabo hatte großes Interesse an Schrift und Sprachen. Es ist also nichts Mystisches oder Mysteriöses daran, dass die Runenreihen hier aufgezeichnet wurden. Wenn ihr euch für die Literatur des Mittelalters, vom Frühmittelalter bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts interessiert, dann schaut euch die Playlist dazu an. Oder am besten, ihr abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ich freue mich auf euch.